Hey, hallo zusammen. Das zweite PT-Virus. Wir sind immer noch keim- und virenfrei und freuen uns auf das heutige PT. In einer anderen Form, aber die Not macht erfinderisch und ich bin gespannt, was es wird. Ich meine, letzte Woche war ja toll, habt ihr mitgezeichnet und hier sind schon einige Beispiele eingetroffen, was da alles gezeichnet wurde. War doch toll. Zeichnet weiter. Bin gespannt. Vielleicht kommen auch noch mehr solche Bilder rein. Würde mich freuen. Unten im Beschrieb seht ihr die E-Mail-Adresse, wo ihr die Dinge hinsenden könnt. Ja, was wartet heute auf euch? Es gibt einen Workshop zum Thema Eier färben mit Dingen, die man im Haushalt findet. Oder ich hoffe, dass ihr sie zumindest zu Hause findet. Das könnt ihr einfach mal ausprobieren, passt ja zur Zeit jetzt vor Ostern. Dann gibt es natürlich ein tolles Spiel, ein Input und ein Rätsel, ein neues, aber auch ein Challenge, den ihr machen könnt. Von dem her, tolles Programm für euch. Die Cola. Wer hat das Rätsel herausgefunden von letzter Woche? Könnt ihr euch daran erinnern, die Frau, die einen Wagen auslieh und ihn nach ungefähr einer Stunde zurückbringen wollte und dann kam ein Mann, bot die Geld dafür an, sie nahm das Geld, ging wieder fort, gab dem Mann den Wagen. Hat sie was Verbotenes gemacht? Natürlich nicht, denn sie hat einen Einkaufswagen genommen, ausgeliehen, Geld reingemacht und dann hat sie das Geld gekriegt und ist davon gegangen. Ganz normal, habt ihr vermutlich auch schon erlebt, oder? Ja, erste Antwort kam nicht aus Neuenburg, nicht aus Baden, sie kam aus der Schweiz. Von dem her, für meinen Schwager in der Schweiz, der das Video geschaut hat und mir als erster geantwortet hat, was die Lösung ist, der Einkaufswagen, die Cola wartet. Wenn er sich nicht beeilt, trinke ich sie halt selbst. Aber für nächste Woche gilt auch, Cola wäre die richtige Antwort. Als erst vielleicht so die ersten drei, die die Antwort sagen, die kriegen eine Cola. Würde mich freuen, von euch zu hören. Und wie ihr die Cola dann kriegt, das schauen wir dann. Vermutlich bin ich die dann schnell vorbei. Ja, das neue Rätsel ist ganz einfach. Welcher Mann ist herzlos? Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr da für Lösungen bringt. Ich kann verraten, es ist nicht jedermann. Soweit, so gut. Wenn ihr die Antwort wisst, schreibt mir eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die ihr unten eingeblendet seht. Könnt mir eine WhatsApp schreiben oder sonst irgendwie auch mal anrufen und mir die Antwort verraten und dann schauen wir mal. Hi, das ist die Pretty Teens Challenge und ich bin mit dem Tischtennis dabei. Könnt ihr euch dreimal hinsetzen und wieder aufstehen und dabei noch einen Tischtennisball jonglieren? Eins. Zwei. Und drei. Ich denke mal, das solltet ihr hinkriegen. Game. Auch von uns beiden, hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu PT Online. Und jetzt ist Spielezeit. Wir spielen das Lydia-Anna-Spiel. In der Isolation. Nein, kleiner Spaß. Also wir haben ein Spiel vorbereitet und dafür braucht ihr eine Schere, ein Blatt Papier,
Das schneidet ihr bitte in 4 gleich große Teile. Und zum Schluss braucht ihr noch ein Röhrchen. Sehr nice. Was ihr mit diesen Sachen anfangen könnt und wie das Spiel funktioniert, erklären wir euch jetzt. Das Spiel funktioniert wie folgt. Ihr habt ja die 4 gleich großen Papierteile und das Röhrchen. Da wir natürlich jetzt ein Spiel spielen müssen, das man in der Isolation spielen kann, spielt ihr das Spiel alleine natürlich. Nicht in einer Gruppe oder mit irgendjemandem zusammen. Ihr legt die Teile hier auf den Tisch zum Beispiel, also beispielsweise hier auf den Tisch bei mir jetzt. Ihr daheim könnt es natürlich bei euch auf irgendeinem Tisch machen, auf irgendeinem Schrank oder vielleicht auch einfach auf dem Boden. Also vom Boden aus kann man es auch machen. Dann nehmen wir das Röhrchen und wir nutzen das, dass man mit dem Röhrchen ganz gut Sachen ansaugen kann und saugen jetzt diese Papierschnipsel hier an. Der Sinn der Sache ist jetzt, die Papierschnipsel von hier nach hier drüben zu bringen, ohne die Hände zu benutzen natürlich. Das bedeutet, also ich muss jetzt hier hinlegen, das bedeutet, wir saugen die Papierschnipsel mit dem Röhrchen an und versuchen die dann darüber zu bringen. Ich mache es mal einfach kurz vor, damit ihr es euch vorstellen könnt. Das sollte natürlich nicht passieren. Einfach, wenn ihr gefällt habt, dann bitte einfach von vorne anfangen, damit es fährt. So ungefähr. So, jetzt seid ihr dran. Stoppt bitte die Zeit. Schickt uns die Zeit auf der Instagram-PT-Seite, die irgendwo hier steht. Oder schickt sie uns auf WhatsApp von wem auch immer ihr die Nummer habt. Denn der Gewinner bekommt nämlich einen Preis. Viel Spaß! Wenn ich so einen ganzen Tag im Büro verbracht habe, dann schließe ich manchmal die Tür und frage mich, was habe ich heute eigentlich alles gemacht? Wirklich, dann denke ich mir, habe ich nur Dinge erledigt und irgendwie hat das alles irgendeinen Wert? Oder habe ich einfach eine Liste abgearbeitet? Und das gibt mir so ein Gefühl irgendwie der Leere. Und ich denke mir manchmal, oh. So ähnlich geht es mir, wenn ich so einen ganzen Tag einfach im Bett verbringe und vielleicht irgendwelche Filme anschaue oder eine Game-Session mache, die einfach den ganzen Tag dauert. Am Ende des Tages bin ich leer, müde und einfach manchmal echt so richtig stinkig drauf. Und in diesen Momenten, das spüren dann meistens die Personen, die mir am nächsten sind, merken, ja, jetzt ist nicht so gut, da bin ich nicht mehr so freundlich, bin ich nicht so der Happy Clappy Sam. Aber ich gehe davon aus, in diesen Tagen kennst du das auch. Wenn keine Schule ist, klar hast du Aufgaben und Dinge, die du erledigst, aber ich gehe davon aus, dass du ab und an mal auf YouTube bist und irgendwas reinziehst oder dass du irgendwo am Gamen bist, Stunden mit Zocken verbringst. Und ich glaube, du kennst diese Leere, die ich meine. Aber stell dir einmal vor, wenn wir das so vorstellen, oder ist dann manchmal so wie bei diesem Motor hier, ist ein Stirling-Motor. Und wenn man da angibt, so, jetzt dreht's und es steht wieder still. Und irgendwie ist das so wie ein Hamsterrad. Man muss immer rennen, damit es geht. Aber es ist nichts anderes als ermüdend und am Ende bleibt trotzdem alles still. Aber was wäre, wenn wir eigentlich etwas tun können, das Wert hat, und zwar einen längerfristigen Wert? Ein Wert, der nicht nur so für den Moment ist, sondern vielleicht für jemanden ganz viel bedeutet.
ja, über den man vielleicht sogar noch Jahre später spricht. Und deshalb habe ich euch ein Foto mitgebracht. Ihr seht es jetzt dann gleich. Genau, jetzt seht ihr dieses Foto vor euch. Könnt ihr den ersten Namen erkennen? Da steht S. Petrus. Ja, habt ihr das erkannt? Dieses Foto habe ich letzten Sommer in Rom gemacht. Und das ist eigentlich im Vatikan, das ist im Petersdom. Sehr, sehr große Kirche, toller Ort, um mal da reinzuschauen. Und im Petersdom ist da die Liste der Päpste. Petrus ist der erste Papst. Aber dieser erste Papst, der war nicht immer in Rom, der ist auch nicht dort geboren, sondern der kam nach Rom. Das ist nämlich derselbe Petrus, von dem wir auch in der Bibel lesen, im Neuen Testament. Können wir von ihm lesen, da sind so krasse Geschichten wie, da ist ein Sturm, Petrus und die anderen Jünger, Jesus sind da im Schiff und so, und da kommt Jesus auf dem Wasser hergelaufen. Was macht Petrus? Er sagt, hey, wenn du Jesus bist, dann sag, ich soll zu dir rauskommen. Und dann sagt Jesus, komm zu mir raus. Und was macht Petrus? Der geht auf dem Wasser, sinkt dann ein und die ganze Geschichte drumherum. Ist auch die Geschichte da drin, findet man von Petrus, der einem Soldaten ein Ohr abhaut, ist auch da drin, ist derselbe Petrus. Aber wie kommt dann der bitte von Israel? Denn die Geschichten der Bibel spielen die meisten in Israel. Wie kommt dann der von Israel nach Rom? Und ganz ehrlich, es hat nicht viel darauf hingedeutet anfänglich. Ich meine, ursprünglich war er Fischer. Einfach ein Handwerk. Fische fangen, verkaufen, damit sein Geld verdienen. Sein Vater war auch schon Fischer. War einfach so. Man hat einfach dasselbe gemacht wie der Vater. Und dann kam Jesus daher und er wurde ein Follower von Jesus. Also nicht so auf sozialen Netzwerken, so, sondern Nachfolger, ein Jünger, der ist mit ihm unterwegs gewesen und hat mit ihm diese 3 Jahre verbracht. Und am Ende, da sind wir jetzt ja gerade in dieser Zeit, Ostern, Karfreitag und Ostern, die Feste, die wir feiern, am Ende vom Leben Jesu, in dieser Zeit, hat Petrus eigentlich so ziemlich alles verbockt. Er hat gesagt, den Jesus, den kenne ich vollkommen nicht. Und ganz niedergeschlagen von dem, was war, geht er sogar wieder zurück fischen. Er ist wieder am Fischen. Und danach lesen wir diese Geschichte, wenn ihr die mal nachlesen wollt, in Johannes 21, 15 bis 19. Lesen wir die Geschichte, wie Jesus mit ihm spricht, diesen Gespräch. Und in diesem Gespräch fragt Jesus, Petrus, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, sagt Petrus. Jesus antwortet, weide meine Schafe. Und das geht so hin und her, 3 Mal, ein bisschen mit Variationen, ein bisschen hin und her. Aber letztendlich geschieht etwas, in diesem Gespräch kommt etwas in Bewegung. Da hat sich etwas geändert. Aus dem niedergeschlagenen Petrus, dem Versager, da wurde in diesem Gespräch mit Gott, zusammen mit Gott, wurde etwas geändert. Danach hat er angefangen, ein anderes Leben zu führen. Nicht, dass jetzt sein Leben jeden Tag besser war als der vorangegangene und nur noch wuhu. Nee, das war es nicht. Er hatte weiterhin seine Schwächen. Wir können auch davon lesen, wenn wir in der Bibel weiterschauen, den Geschichten, die da stehen. Aber es hat den Weg bereit gemacht, dass aus dem Petrus von damals, dem Fischer, derjenige wurde, der jetzt in Rom auf diesem Schild steht, als der erste Papst, Petrus. Und das ist schon noch krass. Aber
kommen wir noch einmal zurück zum Bild. Und das Coole an diesem Stirling-Motor ist, Martina, kannst du mir bitte helfen? Dankeschön. Das ist heißes Wasser. Und das Coole an diesem Stirling-Motor ist, einfach so reicht der Antrieb nicht weit hin. Wenn wir da aber ein Glas mit heißem Wasser hinstellen und da ein bisschen Schwung geben, braucht ein bisschen mehr. Merkt ihr etwas? Jetzt beginnt's. Und das ist ein gutes Beispiel für eine Arbeit, die wir tun können, für etwas, das wir tun können, das einen Wert gibt, der bleibt. Wenn wir Gott hineinlassen und unsere Sachen, die wir tun, dahinstellen und hingeben und an den richtigen Ort stellen und er da ist, wie dieses heiße Wasser, gibt es uns einen Antrieb, der anders ist. Gibt unseren Sachen, die wir tun, einen Wert, einen unglaublichen Wert, einen Mehrwert, einen Wert, der bleiben kann. Und so wurde aus diesem einfachen Fischer über Zeit der erste Papst. Zudem wurde er auch ja erst im Nachhinein gekürt. Also er hat nicht irgendeinmal da so die Position gehabt in Rom, hallo, ich bin jetzt der erste Papst, sondern diesen Namen hat man ihm, diesen Titel hat man ihm später gegeben. Aber es läuft einfach. Und das ist, finde ich, ein ganz guter Gedanke. Oder der hat aus mir, der aus dem Schweizer Schuljungen, zuerst einen Grundschullehrer gemacht und jetzt bin ich hier. Und ich habe das Gefühl, dass ich je länger, je mehr an dem Ort bin, wo das, was ich tue, einen Mehrwert hat. Mehrwert hat auf die lange Sicht und mehr bringt. Und ihr merkt, es nimmt richtig Fahrt auf, es wird schneller. Und ich glaube, dass auch du schon heute Entscheidungen treffen kannst, damit du da auf die richtige Bahn kommst. Du kannst die Langeweile durchbrechen, deine Game Session unterbrechen und etwas tun, das vielleicht deinen Nachbarn hilft. Das ist deine Entscheidung und ich möchte dich dazu auffordern. Hey, vielleicht gibt es etwas, das du für deinen Nachbarn erledigen kannst, das er momentan nicht erledigen kann. Sei das Einkaufen, sei das irgendwie einfach mal anklopfen, 2 Meter zurückstehen und sagen, guten Tag, wie geht es Ihnen, kann ich Ihnen etwas helfen? Du kannst auch kreativ werden. Wir haben letzte Woche Comics gezeichnet. Im St. Georg, das ist das Seniorenheim hinter der Kirche. Die Bewohner dort, die können schon seit, glaube ich, mehr als 2 Wochen keinen Besuch mehr empfangen. Keine Familie, sondern nur noch das Pflegepersonal darf rein. Und ich gehe davon aus, die sind zum Teil recht einsam. Du kannst jetzt irgendwas zeichnen, was basteln, machst einen Briefumschlag und kannst ihn einfach in den Briefkasten werfen beim Eingang des Seniorenheimes. Und dann wird der verteilt und ich glaube, das macht einen echten Unterschied für die Leute, die dort sind. Vielleicht ist es für dich eine Kleinigkeit, aber dass jemand an sie irgendwie denkt, macht für sie einen großen Unterschied. Von dem her, du hast die Entscheidung. Sie liegt bei dir, was du machen möchtest, dass deine Arbeit vielleicht so einen längerfristigen Wert hat und einfach weiterdreht, weitere Kreise zieht. Es dreht und dreht weiter. Wir sind am Ende des Videos. Vielleicht denkst du, aber wir haben noch keinen Workshop gemacht. Den haben wir bewusst ganz ans Ende gesetzt. Also wenn ihr noch Lust auf einen Workshop habt, ist der ganz am Ende. Der kommt gleich.
Da habt ihr Zeit, jetzt halt in der Osterzeit oder vor Ostern, das einmal zu machen und anzuschauen, ist er dann auch einfacher zu finden für euch. Das ist das PT-Virus, keim- und virenfrei. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt doch weiter. Meldet doch eure Rätselvorschläge, vielleicht auch Workshop-Ideen, die ihr habt. Dann können wir vielleicht mal was anderes machen. Vergesst nicht die Antworten auf das Rätsel oder vielleicht habt ihr auch ein Video zum Challenge gemacht, vielleicht habt ihr es hingekriegt, vielleicht habt ihr sogar mehr hingekriegt. Mich möchte gerne von euch hören, meldet euch. Die E-Mail-Adresse seht ihr unten, macht mir eine WhatsApp oder schreibt mir da was, sendet mir ein Video. Würde mich freuen, von euch zu hören. Wir sind wieder in einer Woche mit einem neuen Video da und ich hoffe, dass du wieder einschaltest. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Lernen, beim Lösen des Rätsels, vielleicht beim Unterstützen des Nachbarn oder beim Zeichnen oder Basteln für das Seniorenheim St. Georg. Tschüss! Hallo, it's PT Workshop Time. Heute wollen wir Eier färben, damit irgendwie Ostern nicht ganz untergeht. Dazu braucht ihr natürlich erstmal Eier, am besten weiße, wenn ihr habt, und am besten natürlich auch Bio oder Freiland oder so, von glücklichen Hühnern halt, okay? Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, was wir nehmen können, um Farbe an die Eier zu bringen. Ohne dass wir jetzt losrennen müssen und müssen Eierfarbe kaufen, ja, weil irgendwie ist ja Natur gerade ganz im Trend und deswegen schauen wir mal, wie wir Eier ganz natürlich färben können. Und zwar schaut mal, ob ihr rote Zwiebeln im Haus habt. Es gibt nämlich eine ganz coole rotbraune Farbe oder ob ihr Heidelbeeren im Haus habt, vielleicht gefroren unten in der Gefriertruhe im Keller oder vielleicht habt ihr ja sogar ein paar frische da. Da werden die Eier blau und oder ihr habt Kaffee, entweder einfach Kaffeepulver einfaches oder ihr habt noch irgendwo, könnt noch Kaffeesatz von dem Kaffee heute Morgen auftreiben. Und dann kann man rote Beete frisch oder im Glas nehmen, um die Eier rot oder im Gegensatz zu dieser Farbe werden die hier eher so rosa. Und für gelbe Eier, fragt doch mal eure Mama, ob sie als Gewürz Kurkuma hat. Das ist so ein gelbes Pulver und da werden die Eier werden richtig schön sonnengelb. Ja, dann braucht ihr noch, damit die Farbe hält, braucht ihr noch Essig. Am besten noch irgendwie einen ganz billigen, habe ich extra gekauft. Und natürlich braucht ihr Töpfe, so kleine Töpfe. Schaut mal, was eure Küche da so hergibt an kleinen Töpfen. Und Löffel entsprechend. Je nachdem, wie viele Farben ihr machen wollt. Je nachdem, wie viele Zutaten ihr im Haus findet. Und was noch ganz hilfreich ist, sind so Küchentücher. Und was wir noch brauchen, ist ein kleines Brett und ein Messer, um die Sachen ein bisschen vorzubereiten. Okay, macht euch auf den Weg und schaut, was ihr an Zutaten im Haus habt. Und dann könnt ihr vielleicht auch gleich loslegen mit Eierfärben. Okay, habt ihr was an Zutaten gefunden? Da ich ja nicht genau weiß, was ihr aufgetrieben habt, werde ich jetzt mal alles vorbereiten, dass ihr für alles gewappnet seid. Also, wenn ihr rote Zwiebeln gefunden habt, dann löst ihr nur die äußere rote Schale. Wenn ihr das so abschneidet, so wie ich, oben und unten, seht ihr, dass die äußere Schale diese rote Farbe hat oder so am meisten rote Farbe hat. Die löst ihr so ab, ja, von ein paar Zwiebeln. Macht das in einen Topf, ich mache das mal so rein. So, macht Wasser dazu und dann wird es gekocht und damit wird so ein Farbbrühe hergestellt. Aber der rote Beete würde ich mal sagen, die nimmt man so wie sie ist mit der Brühe und mit den ganzen Beeren macht man das in einem weiteren Topf. Vielleicht auch noch ein bisschen Wasser dazu und stellt es dann nachher eben auch auf den Herd.
Ich würde jetzt sagen wir mal bei den Zwiebeln, glaube ich, würde ich so 3-4 Zwiebelmaße die Schale ablösen und würde das mal aufkochen und schauen, wie kräftig dann die Brühe wird. Also bitte nicht die ganze Zwiebel reinwerfen, sondern nur die Zwiebelschale. So, nur das Äußere. So, und diese Zwiebeln, die könnt ihr dann in eine Tupperbox reinmachen und in den Kühlschrank stellen, die kann man weiterverwenden. So, beim Kaffee mache ich mal hier so ein bisschen Kaffeepulver rein in den dritten Topf. Ja, je mehr, umso kräftiger wird die Farbe natürlich und Wasser dazu. So, wäre der dritte Topf, den ich zum Kochen bringe. Bei Heidelbeeren, wie bei der Rote Beete, würde ich vielleicht nicht die ganze Packung brauchen, dass das richtig blau wird, weil ich glaube, Heidelbeeren färben ziemlich kräftig. Mache ich auch Wasser dran. Und das fünfte ist dann das Kurkuma. So, dann mache ich mal erst das Wasser in den Topf. Und mache das Kurkuma-Pulver dazu, so dass es so viel, dass es wirklich kräftig gelb ist. Man kann ja hinterher auch immer noch ein bisschen reinmachen. Also sind meine fünf Töpfe vorbereitet jetzt. Einmal rote Beete, einmal die Zwiebelschalen, einmal Kaffee, einmal Heidelbeeren und einmal Kurkuma. Diese fünf Töpfe stelle ich alle auf den Herd und koche sie also gute halbe Stunde. Koche ich die ganzen Sachen und dann geht das Video weiter. Zeige euch, was wir damit machen. Also bis nachher. Okay, jetzt haben alle unsere Farben hier gekocht, eine gute halbe Stunde. Und jetzt müssen sie alle miteinander durch ein Sieb gedrückt werden. Also die Zwiebelschalen und nehmen wir hier mal die Heidelbeeren. Die machen wir hier, ich mache das jetzt mal in eine Glasschüssel, damit ihr seht, wie kräftig die Farbe geworden ist. Und anschließend mache ich das wieder, drücke ich das so ein bisschen durch dieses Sieb, dass es wirklich ganz viel Farbe hat in dieser Flüssigkeit, dass unsere Eier nachher richtig schön mit den Heidelbeeren richtig schön blau werden. Ja? So, und dann mache ich die Farbe, seht ihr das, wie kräftig, zurück in den Topf. Und mach einen Schuss dazu. Und dann mache ich die Eier hier rein. Die habe ich vorher so angepiekst. Ihr seht, ich habe hier so einen Piekser, damit die dann nicht zerbrechen, wenn man sie reinmacht. Und so. Und jetzt muss hier so viel Wasser in dem Topf sein, dass die Eier bedeckt sind. Das ist nicht ganz der Fall, also mache ich noch ein bisschen Wasser dazu und stelle es zurück auf den Herd und koche jetzt diese vier Eier in dieser Heidelbeerflüssigkeit für 10 Minuten. Und danach kann ich auch die Eier noch in dieser erkalteten Flüssigkeit drin lassen. Je länger es drin bleibt, umso kräftiger ist dann, umso kräftiger ist einfach die Farbe von den Eiern am Ende. So, und hier machen wir mal noch die rote Beete durch das Sieb. Auch ziemlich die Farbe rausgekocht aus der Frucht. So. Auch wunderbar rot geworden. Mache ich zurück in den Topf. Auch hier Essig dazu. So einen ordentlichen Schuss. So ein bisschen einfachen, billigen Essig. Und dann kommen auch zur rote Beete kommen dann vier Eier. Also vorsichtig reinmachen, dass sie nicht zerspringen. Ganz, ganz vorsichtig. Ja. So, ein bisschen noch anpieksen. Upsa. Also die werden an dieser flachen Seite werden sie angepiekst, nicht an der spitzen Seite, weil da gibt es so einen Luftraum am Ei und da kann dann die Luft entweichen. So, und die müssen auch 10 Minuten kochen in der rote Beete. Hier hinten habe ich schon die braunen Eier, die kochen schon im Kaffee. Und hier habe ich einen Topf
Das sind die Eier in der Zwiebelschale, die kochen auch schon. 10 Minuten kochen, damit sie einfach fest werden, die Eier. Und mein fünfter Topf ist ja dieses Kurkuma, dieses Gewürz, das muss ich nicht durchdrücken durch ein Sieb, weil es das überhaupt nicht ausfiltern lässt. Es ist ganz dünn, es ist ganz aufgelöst. Da mache ich dann die letzten 4 Eier noch in das Kurkuma und hoffe, dass sie da wunderbar gelb werden in diesem Topf. Und müssen sie natürlich dann auch in der Kurkuma-Flüssigkeit 10 Minuten gekocht werden. So. Kochen. Und dann würde ich sagen, lasse ich die Eier einfach auch mal in den Töpfen drin über Nacht. Und morgen früh bin ich sehr gespannt. Dann mache ich einfach den Video fertig und dann schauen wir uns die Eier an, wie sie geworden sind. So, ihr seht das Ergebnis am nächsten Tag, nachdem ich die Eier die ganze Nacht in der Farbe habe liegen lassen. Richtig coole, kräftige Farben. Ich war selbst überrascht. Seht zum Beispiel mal das Gelb hier mit dem Kurkuma. Und komischerweise sind die Eier von der Zwiebelschale nicht rot, sondern blau geworden. Und die von der Heidelbeere sind ganz, naja, sag ich mal so ein Bordeaux-rot geworden. Und das Kaffee finde ich eigentlich auch ganz interessant. Richtig kräftiges Braun. Und vielleicht ist die rote Beete eher ein bisschen enttäuschend, aber doch auch ganz interessant. So ein graumeliert. Also sehr natürliche, sehr schöne Farben. Was ihr jetzt noch machen könnt, ist die Eier zum Glanz bringen mit einem Tuch. Beliebiges Öl drauf, ich habe hier Leinöl, aber das ist eigentlich völlig egal. Oder ihr nehmt einfach das Papier von einem Stück Butter und reibt das Ei dann hier mit diesem öligen Papier, mit diesem Öl so ein. Dann bringt ihr die Farbe richtig zum Glänzen und dann kommt sie nochmal besser zur Geltung. Eigentlich richtig, richtig schön und appetitlich. Oder wenn ihr sagt, das ist mir doch ein bisschen zu langweilig, so einfarbig, dann könnt ihr hier mit Zitrone, Zitronensaft oder einer echten Zitrone und mit so Wattepads könnt ihr Muster auf die Eier drauf machen. Ich hatte hier so ein braunes Ei, da habe ich hier so Punkte drauf gemacht. Seht ihr das? Weil die Zitrone zieht die Farbe raus. Oder ihr könnt auch Frohe Ostern draufschreiben oder euren Namen oder... Da ist eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt, aus diesen Eiern nochmal ganz individuelle Eier zu machen. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich habe ja auch noch ganz andere Ideen. Ich habe zum Beispiel gehört, man könnte auch mit Spinat grüne Eier färben oder vielleicht gibt es auch nochmal bei euch im Haushalt ganz andere Sachen, wo man die Farbe verwenden kann zum Eierfärben auf ganz natürliche Art und Weise, ohne dass irgendeine Chemie dran war. Schmecken die Eier ja noch mal besser mit diesem Wissen. Viel Spaß beim Färben und natürlich hinterher beim Essen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!